So. Ja, das ist doch eine schöne Einleitung. So startet das der Aufnahme. Dann starte ich meine Aufnahme mal nicht mit so, sondern hiermit. Genau, Plan für heute mit Revans Schatten anfangen. Das sind wieder ganz gesprächigen Kollegen hier. Ja. Jetzt muss so viel mitlesen. Schön, dass man es uns imperiale Legenden nennt. Tja, wir haben es drauf. Eine erlesene Auswahl echten Talents. Genau das Schlüsselelement, das ich gesucht habe. Worum geht es hier? Ihr seid das letzte und wichtigste Stück in meinem Plan, die Republik bis ins Mark zu erschüttern. Ich würde euch gerne mehr erzählen, aber das tue ich lieber bei einem persönlichen Treffen. Ich verspreche euch, dass wir das Angesicht der Galaxis ändern werden. Angefangen mit Typhon. Und was machen wir da? Pflanzen wir Blümchen an? Nicht ganz. Aber damit würde man anfangen, das Gesicht der Galaxis zu verändern. Ja, gut, durch Pflanzen, aber Pflanzen sind da ja eigentlich schon genug. Bomben wir dann alles weg? Ja, das ist schon eher das Ziel, glaube ich. Sollen wir jetzt hin? Nur ein bisschen nach vorne. Oh. Ich suche schon auf der Galaxiekarte. Was? Na, ganz entspannt. Darfst du nicht mitmachen? Nö, ich bin nicht qualifiziert, in das Gruppengespräch einzusteigen. Was? Aber du müsstest doch jetzt eigentlich haben. Ah nee, das ist doch was anderes, die Entermannschaft. Das ist ein anderer Flashpoint, kann das sein? Ich habe Wir geschmiedete sollen ja Bündnisse. gar nicht die Entermannschaft, wir sollen ja geschmiedete Bündnisse Teil 1 machen. Warum auch immer ich das hab. Ich meine, wir haben ja eigentlich immer das Gleiche gemacht. Ja, keine Ahnung. Dann würde ich tippen zum, weiß ich gar nicht, Abflug. Missionshalber. Weil da waren bei mir zwei markiert. Bei mir sagt er, ich soll hier hin. Ne? Hier soll die vermutlich dieser Das Arkus sein. Ja, wir sind richtig. Wenn ich einen Ton halten könnte, würde ich ein Lied über diesen großartigen Tag singen. Wir stehen davor, etwas zu erreichen, das die Galaxis in Staunen versetzen wird. Aber vielleicht schweife ich ab. Immerhin haben wir uns noch gar nicht richtig vorgestellt. Darth Arcus. Ja. Es ist mir ein Vergnügen. In meiner Position als Militäroffensivminister habe ich schon länger die Früchte eurer Arbeit genossen. Und dies ist meine geschätzte Beraterin Lana Beniko. Ich spüre starke Überzeugungen. Jede davon ist eine Macht, mit der man rechnen muss. Ihr versteht mich gut. Die Macht durchströmt euch. Das war schon immer so. Und dafür bin ich sehr dankbar. Ihr wurdet hierher gerufen, um etwas zu tun, das als unmöglich galt. Ein Angriff auf den Jedi-Tempel auf Typhon. Seit der imperiale Geheimdienst zerschlagen wurde, sind erfolgversprechende Hinweise rar geworden. Eine Quelle, der ich traue, hat mir jedoch von einer Lücke in der Planetenverteidigung auf Typhon berichtet. Wenn wir schnell und entschlossen handeln, könnten wir die Moral der Republik zerschlagen. Sie vernichten. Und wenn wir den Tempel erobert haben, was dann? Während ihr euch auf den Angriff konzentriert, kümmert sich Lord Go um die Sicherung des Tempels. Solange wir die Kontrolle haben, erkunden wir die Artefakte und Geschichten, die im Inneren zu finden sind. Stellt euch nur vor, was wir alles über die Jedi und die Macht erfahren können.
Die Macht ist nicht ganz mein Ding. Natürlich. Ich hoffe, ihr zieht in Betracht, wie wertvoll diese Informationen für das gesamte Sith-Imperium wären. Eure Fähre wartet. Wenn ihr Typhon erreicht, wird unsere erste Angriffswelle eine Stellung auf der Oberfläche gesichert haben. Ich bleibe während der ganzen Operation mit euch in Kontakt. Wenn ihr Erfolg habt, haben wir zusammen das demütigende Ende der Republik eingeleitet. Ruhm dem Imperium! Können die wieder nichts alleine machen? Nee. Am Ende müssen immer wir dann herhalten. Immer das Gleiche. Da bleibt er mit einmal stehen? Mit einmal stehen? Ich bin eigentlich nur durch das Ding gelaufen. Bei mir bist du kurz stehen geblieben. Verrückt. Moin, Ossel! Hab mich dann kurz umgedreht und weg warst du. Aber dafür bist du jetzt wieder da. Ja. Na, ich bin da einfach weiter durch das blaue Teil da gerannt. Was willst du für einen Kommentar haben, Ossel? Irgendwelche Wünsche? Ich meine, so wie das aussieht, hat Franz uns hier runtergebracht. Es kann keine gute Landung gewesen sein. Oh, naja. Naja. Na dann wollen wir mal ein bisschen den Jedi-Planeten erobern. Sollte ja was Leichtes sein, oder? Ist aber nicht der Startplanet. Das ist der Startplanet der Jedi-Ritter. Doch, warte mal, das Monument, die kommen mir irgendwie bekannt vor. Ja, das ist der Startplanet. Wenn es der Startplanet ist, müssen die Gegner einfach sein. Sie hat aber Stufe 1. Bis 5 so, vielleicht. Stimmt. Ja, der hat Stufe 55. Passt dann nicht ganz. Dann schummeln die hier wieder. Aber es sind aber auch Soldaten hier. Vielleicht haben die hier alle ein bisschen trainiert. Da müssen die aber ganz schön gegrindet haben, um das Level zu erreichen. Naja, so schnell wie das mittlerweile geht. Aber weiß nicht, sie halten jetzt auch nicht so viel aus. Wieso kann ich das nicht? Wieso kannst du das eigentlich nicht? Das Weil ich der Sith bin. Wir brauchen doch die Macht. Du hast gesagt, du magst die Macht nicht. Das nehme ich persönlich. Du hast mir die erste Antwort weggenommen. Das stimmt. Was machen wir eigentlich? Wir machen die Artillerie-Zielsysteme kaputt. Davon haben wir jetzt einen kaputt gemacht und zwei fehlen noch. Kaputt. Sie schießen. Damit genau das nicht mehr passiert hier. Was denn? Standest du im roten Bereich? Nein, stand ich nicht. Also jetzt stehe ich im roten Bereich. Oh, das haut auch ganz gut rein. Aber mit unserem Druiden kann ja eigentlich nicht schief gehen. Ja, diesmal hast du den an der Backe, nicht ich. Oh, gibt's Schlimmeres. Das verteilt sich ja immer so ein bisschen. Na, ich fühle mich immer so störend, weil dann zumindest meine Begleiter sich ein bisschen seltsam verhalten. Okay, da achte ich gar nicht so drauf. Solange alles am Boden liegt. Ich bin immer außer Reichweite mit meiner Fernwaffe. Mit meinem Sniper-Gewehr. Wie machst du denn das? Ich stehe zu weit weg. So mache ich das.
Das will ein Scharfschütze sein. Ja. Ich meine, wie groß ist die Artillerie? Ich brauche halt größere Waffen, um zu zielen. Hey, hier liegen ja Bekannte rum. Bekannte? Ja, hier ist Fleischfresser, wie die heißen. Fleischräuber. Hast du bestimmt auch nur auf Englisch gespielt, oder? Nee, auch auf Deutsch. Nee? Oh. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Da habe ich nicht diesen Disconnect wie mit World of Warcraft. Was? Da habe ich angefangen, als es bloß Englisch gab in der Beta. Mhm. Und dann kam es nach und nach die deutsche Synchronisation, die deutsche Lokalisation rein. Die war auch ganz in Ordnung, bis Städtenamen umbenannt worden sind. Ups, ja, das ist immer schwierig. Wenn man schon ein, zwei Jahre gespielt hat und auch im Singleplayer die Namen kannte. Ja, nee, dann geht das gar nicht mehr. Das verstehe ich. Eine Weile war er noch mit Mods gespielt, aber irgendwo war dann auch Schluss. Ach, da gab es dann extra Mods für die, das wir da rückübersetzt haben? Ja. Oder sagen wir so, nicht mal unbedingt Mods, aber in Deutschland konntest du nicht ohne weiteres auf englische Sprache umstellen. Ach so. Das lief dann meistens so, dass zumindest in der Anfangszeit, dass man sagt hat, okay, ich lade mir die entsprechenden Daten runter. Interessant. Und dann halt mit denen gespielt. Die Hälfte erreichen, wenn ihr euch um die Schilde gekümmert habt, die unsere Truppen in dem Bereich festsetzen. Haltet Ausschau nach der republikanischen Kommandoplattform. Dort findet ihr die Schildsteuerung. Ich wusste gar nicht, dass es das erst gar nicht auf Deutsch gab, das Spiel. Ja, wie gesagt, ich habe ja in der Beta angefangen. In der Beta, aber zum Release war es dann auf Deutsch schon da. Ja. Ach so. Oder hat man ja schon durchaus ein paar Monate gespielt. Na gut, wenn die Beta-Phase ein bisschen länger war. Und sie haben ja auch die diverse Begriffe lange Zeit auf Englisch belassen. Ach, die haben sie. Ah, okay. Das also, ist dann aber sehr seltsam. Wenn denn das Lieblingspad, mit dem man unterwegs ist, bestimmten Namen hat, in dem Fall Voidwalker, dann nennt man den auch weiterhin so. Natürlich. Und irgendwann wird er plötzlich in was anderes umbenannt, was von der Übersetzung her korrekt ist. Voidwalker, Leerwandler, das passt. Ja. Aber er ist für mich nie der Leerwandler gewesen. Er ist von der Voidwalker geblieben. Mein dicker Blauer. Nee, WoW habe ich ja nie so wirklich gespielt. Ich glaube mal einen Monat oder so. Ja, ich bin ja eh der Classic-Anhänger. Ah nee, ich wollte doch Gear machen, wenn ich darf. Ich weiß nicht mal genau, was das zweite da war jetzt. Ich hab's glaube ich erhalten. Oder auch nicht, keine Ahnung. So. Was nu? Kraftfelder deaktivieren. Oh, habe ich jetzt. Du hast ja andere Freunde zum Spielen gesucht. Oh, na gut. Ich hab ja. Wir sind ja hier zu dritt. Aber du solltest das ja eigentlich auch locker hinkriegen. Jetzt zum Jedi-Tempel vor. Ich habe halt nicht den offiziellen Weg genommen, ich bin einfach über Geländer gesprungen. Ah, so einer bist du. Ja, das solltest du von mir inzwischen kennen, dass ich Wege nehme. Das stimmt, aber ich habe mir das ja abgewöhnt, weil immer wenn ich das versuche, dann ist da dann gehe ich Umwege.
lange Umwege, häufig. Hier waren früher auch schon Jedis stationiert. Wir haben einen überfallen, oder wollten zumindest. Das weiß ich schon gar nicht mehr. So oft gespielt, aber... Dann Jedi, auf alle Fälle wurde man hier gerne überfallen, wenn man nicht aufgepasst hat. Der Jedi-Ritter ist ja eine der... war die erste Klasse, die ich gespielt habe. Nein, ich ganz brav wie bei WoW den Schurken. Also Schmuggler. Nee, das war bei mir, glaube ich, die letzte. Ich glaube, Agent und Schmuggler habe ich erst ganz am Ende gemacht. Jedi Ritter habe ich sogar zweimal durchgespielt. Was ich ganz interessant fand, ich habe ihn dann beim zweiten Mal dann auf komplett böse gespielt. Und habe dann auch nicht den Rang eines Meisters bekommen am Ende. Wenn ich mich richtig erinnere. Es gab also Konsequenzen. Ja, es gab Konsequenzen. Also wahrscheinlich durch die letzte Entscheidung, die man da getroffen hat, aber... Ja. Es wird sich nicht großartig durchziehen. Gegen was kämpft er da? Weiß ich nicht. Vielleicht gegen den Druiden? Haben wir ihn jetzt besiegt? Du fragst Sachen. Vielleicht ist er auch einfach nur abgehauen. Manchmal machen die ja sowas. Aber woran ich mich sehr gut erinnern kann, ist hier unten diese Trainingsmissionen, die man wie oft bekommen hat? Dreimal, viermal, fünfmal? Also immer wenn der Bot dabei ist, habe ich Probleme, selbst wenn du den hast. Dann liegt es ja an dir und nicht am Bot. Also, was soll das denn heißen? Wo ist, weil ich mit allen Damen flirte? So, zerstöre die Verteidigungsbatterien. Achso, dann müssen wir die da hinten wahrscheinlich auch einmal eliminieren. Ja. Wir müssen die Trainingsmission doch nochmal machen. Oh nein! Da gab es immer so viele von. Hallo Razor, schönen guten Abend. Willkommen zum Gemetzel hier auf Tython, während wir hier in Erinnerungen schwelgen. Vorsicht, Handgranate! Ich brenne. Feuer in der Hole! Ja. Ja. Wenn der... Ich hab dich gewarnt, nachdem ich geworfen habe. Wenn der Agent hier wieder mit den Sachen hier rumhantiert, den Sprengstoffen. Sprengstoff ist nicht mein Spezialgebiet. Schiene, du wirst sogar gegrüßt. Zum guten Razor. Ja, du auch mit Sprengstoffen da. Und das ist auch nicht dein Spezialgebiet. Was? Das hat doch gut geklappt. Läuft auch. Guck mal, hier stehen so noch Roboter zum Training. Was? Wo? Wo rennst du denn schon wieder hin? Zu der anderen Batterie. Ach, die Dinger. Ja, aber gegen die hat man ja nicht gekriegt. Das war irgendwie so andere. Ja, es stehen immer noch Roboter da zum Training. Ja. Aber wie viele Badabähnchen es gibt. Tja. Ah. Ach, dass man immer warten muss, ist... Die Granate ist schon geflogen, aber der Timer ist noch nicht runter. Genau, das hatte ich eben auch. Dann bin ich weggegangen. Aber wenn man die Granate dann geworfen hat, das explodiert dann halt einfach nicht, wenn man nicht wartet. So, das hätten wir. Dann kaum machen wir hier Feuer, China, brennt's bei Ossel. Ah.
Wenn man halt die vierte Wand durchbricht. Ist das nicht sogar der Trainingstyp? Oh, jetzt fragst du mich was. Ich glaube, das ist der Trainingstyp, gegen den wir hier gerade kämpfen. Ja, wir kämpfen noch gegen Trainingsdruiden. Aber frag mich auch sowas nicht. Warum nicht? Autsch! Als wenn ich mir sowas merken würde. Klar. Du hast ja sogar gemerkt, wo irgendwelche Questgeber rumstanden. Das ist ja auch viel einfacher. Ja, das hier ist doch eigentlich auch nichts anderes als der Questgeber, oder? Ja, ich merke mir wo, aber nicht wer. Ah. Dabei könnte man das so schön miteinander verknüpfen. Na, da kommt schon wieder welche. Die lassen sich auch nicht wegschicken. So. War das etwa alles? Und du? Wir müssen noch hier hin anscheinend. Wir waren zu schnell. Ich hab mich schon gewundert, wo bleibt der denn? Naja. So. Jetzt aber die Barriere weg. Wir sind drin, aber wir haben da ist der Würfel. Die Bibliothek des Jedi-Tempels ist schwer gesichert. Oha. Du musst eine Möglichkeit finden, durch den Eingang vorzustoßen. Eine Warnung noch. Jedi lieben ihre Bibliotheken. Ich würde an eurer Stelle nicht davon ausgehen, dass der Raum leer ist. Ich hoffe, da sind Bücher drin. Keine Holo-Würfel. Oder meinetwegen auch das. Bücher sind ja out heutzutage. Ja, stimmt. Das ist ja so ein Zukunftszeug. Wenn man das erste Mal hochrennt, das ist so schön. Vor allem sieht der Tempel dann auch ein bisschen besser aus als jetzt. Ich finde eigentlich, die neue Dekoration ist ganz in Ordnung. Ist gelungen, ne? Ja. Hat so was Rustikales, so was Ruinenartiges. Schreit nach Abenteuer. Untergegangene Zivilisation und sowas. Hier war doch der Rat drin. Hier war der Rat. War. Ja, hier war der Rat drin. Tür, wo man nicht rein durfte. Schon, die kennt man nur aus Videosequenzen ansonsten. Boah. Da die Richtung. Ach, damals, als man noch nach seinem Lehrmeister suchen musste für die Klasse. Ja, stimmt. Und für jede Fähigkeit noch Geld bezahlen musste. Und es dementsprechend hier auch gar keine Ausbilder für Nicht-Jedi gab. Stimmt. Für die letzte Gleiterstufe musste ich dann auch irgendwie grinden. Konnte ich mir nicht leisten am Anfang. Oh, jetzt bist du auf die andere Seite. Hey! Ah, da kommt Verstärkung. Yay! Aber es bringt dir nichts. Ach stimmt, meine Gefährtin, die war ja auch hier. Die wurde ja erst als Jedi ausgebildet. Da muss ich ja wie zu Hause fühlen. Ja, ne? Müsste uns ja eigentlich alles sagen können, wie das hier funktioniert. Besuch ist da. Oh, den Gleiter habe ich.
Als ob es nicht schon genug wäre, eure Anwesenheit spüren zu müssen. Ihr müsst dabei wohl auch so laut wie möglich sein. Also ich wäre auch gerne leise reingekommen, aber das Empfangskomitee. Das hier ist der Jedi-Tempel. Ihr seid nicht willkommen. Verlasst sofort diesen heiligen Ort. Ich werde euch kein zweites Mal warnen. Es muss kein Blutvergießen geben. Ergebt euch einfach, Jedi. Ihr hattet die Chance, euch zurückzuziehen. Jetzt werdet ihr sehen, warum ich der leitende Kampfberater des Hohen Rats bin. Wenn ihr nicht freiwillig geht, lasst ihr mir keine Wahl. Wieso müssen wir in der Zeit von beide einig? Auf jeden Fall. Ach, jetzt hau doch nicht ab. Unsagbares Wissen setzt er gegen uns ein. Davon merke ich nicht viel. Nee, ich auch nicht. Diese Störung werde ich nicht tolerieren. Imperial. Der hat doch angefangen. Autsch. Diese Zerstörung werde ich nicht tolerieren. Und was macht er? Die ganze Bibliothek kaputt. Herzlichen Glückwunsch. Also wir haben wesentlich weniger kaputt gemacht. Nur so fürs Eben. Protokoll. Es gibt keinen Tod. Das behaupten sie alle und dann sterben sie einfach. Tja, vor unseren Augen. Ja, okay. Und nö. Sichere das Holoterminal. Ach, das Holoterminal des Jedi-Rats. Das heißt, wir dürfen jetzt wieder zurücklaufen. Wir waren einfach. Ja, wir waren unserer Zeit voraus. Auch da sind wir uns wieder einig. Oh, dafür haben wir ja schon aufgeräumt. Ja, gut, die standen uns ja beim Hochkommen im Weg. Stimmt. Wir glauben, dass unsere Techniker die Sicherheitskanäle bereits umgeleitet haben? Das Imperium hat talentierte Hacker, wobei sie natürlich nicht an euer Können heranreichen. Verzeiht die Störung. Ich dachte nur, ihr würdet gerne wissen, dass wir nun den Jedi-Tempel unter unserer Kontrolle haben. Wir haben ein paar Jedi-Padawane in unserer Gewalt. Es müssen Neuzugänge sein. Sie wussten überhaupt nicht, wie man kämpft. Was soll ich mit ihnen machen? Schwierig. Ich glaube, da waren hübsche Beine. Sie sind es nicht wert, getötet zu werden. Was? Verkehrte Welt. Sollen Sie einen Sieg des Imperiums erzählen? Wie ihr wünscht. Außerdem muss er einen Boten loslassen. Ihr habt es noch nicht gefunden, weil die verdammten Jedi nicht wollen, dass es gefunden wird, Lord Go. Sucht weiter. Der Tempel und seine Geheimnisse gehören jetzt uns. Darth Arkes ist überaus zufrieden. Als ihr mich geschickt habt, hättet ihr wissen müssen, dass die Operation ein Erfolg wird. Ich hatte so eine Ahnung. Im Namen von Darth Arkes danke ich euch. Dies ist ein großer Tag für das Imperium. Seid stolz auf euch. Ja, ein bisschen stolz könnte sein. Aber die Wachtypen, die da im Hintergrund fahren, die müssen noch ein bisschen an ihrer Farbwolle arbeiten. Wieso? Naja, also die Helme waren die gleichen, wie ich hatte, und das restliche Outfit war auch gar nicht so anders von meinem. Interessant, gab jetzt eine Statue, die ich noch gar nicht hab. Ja, gut, Belohnung. Da besuche ich ziemlich selten. So, Bereich verlassen. Ja, der ist wieder so gut versteckt, der Bereich verlassen. Das ist ja so ein ganz kleiner Button da. Ah, ich habe oben gesucht bei der Quest. Nee, da ist es nicht. Muss ich halt ein paar Meter laufen. Ganz an den Anfang zurück. Ach nee, die Fähre war ja kaputt. Benötigen Sie medizinische Hilfe? Leben Sie wohl. Bist du schon wieder auf der Flotte? Ja, Bist du so schnell? Hä?
Ich habe oben die Position auf der Sternkarte öffnen gedrückt. Ah, das ist natürlich clever. Und dann bin ich zur Flotte zurück und bin im Endeffekt da, wo wir rein sind, gelandet. Okay, interessant. Muss da bloß ein paar Meter laufen. Der Jedi-Tempel ist jetzt in imperialen Händen. In der Tat. Und nicht zuletzt dank eurer Hilfe. Das Team von Lord Go erkundet gerade eine verborgene Kammer, in der sich die wertvollsten Geheimnisse der Jedi befinden sollen. Und was noch besser ist, die Republik taumelt und ist geradezu betäubt durch den demütigenden Schlag, den ihr ihr versetzt habt. Mein Sith Lord. Sergeant Tarsten, seht ihr nicht, dass ich in Gesellschaft bin? In wichtiger Gesellschaft. Natürlich, mein Lord. Aber ich habe einen Bericht von Korriban. Anscheinend hat die Republik, mein Sith Lord, sie hat... Drückt euch verständlich aus, sonst würge ich es aus euch heraus. Die Republik hat die Sith-Akademie angegriffen. Was? So schnell schlagen sie zurück? Wie ist der Status? Es ist geschehen. Sie haben die Akademie eingenommen und gesichert. Berichten zufolge hat Darth Soverus bei der Verteidigung sein Leben verloren. Ich verstehe. Lasst uns allein. Darth Soverus war ein wertvolles Mitglied des Rats der Sith. Wir sollten alle danach streben, bis zum Ende so loyal zu sein. Wir haben jetzt keine Zeit für Sentimentalitäten. Es liegt viel Arbeit vor uns. Ja, ja. So ist es wohl. In diesem Moment beschmutzen Jedi die Hallen der Sith-Akademie. Die Kammern des Rats der Sith. Das ist unerhört. Ich werde mich mit unseren Streitkräften auf Korriban absprechen und dafür sorgen, dass ihr einen sicheren Landeplatz habt, der möglichst nah bei der Akademie ist. Wie schon auf Typhon werde ich während der gesamten Operation mit euch in direkter Verbindung stehen. Eins noch. Wer auch immer den republikanischen Einsatz auf Korriban leitet, es muss ein Exempel an ihm statuiert werden. Die Kommandoleitung darf nicht gefangen genommen werden. Möge die Macht an diesem Tag mit euch sein. Ja. Möge die Macht mit euch sein. Und mit dem großen Sith-Imperium. Also immer wenn die Sith sagen, ja. Eichen essen möchte ich. Das ist... Klingt gewöhnungsbedürftig. Also los, Red Me This. Ich kann das nicht mal aussprechen. Ich sehe eben. Achso, wir müssen hier gleich durch. Retten wir den Sith-Planeten, ne? Oh Mann. Auf den nächsten Startplaneten. Ja, machen wir jetzt alle nochmal? Wir haben doch eben gerade erst alle Planeten durch. Tja, jetzt machen wir nochmal. Auf dem waren wir ja noch nicht. Ich noch nicht, also. Also, wir zusammen nicht. Ja. So. Guck mal, und hier kann man gleich auch viel besser landen. Kämpft euch durch bis zum Tal der dunklen Lords und erobert die Sith-Akademie zurück. So, besiege die Bodentruppen, Kommandant. Wieso wird das hier eingeblendet? Ach so, Was denn? Ich habe hier oben eine liegende Silhouette. Ja, das kann... Ach so, weil du dich da in Deckung gehen kannst, das, oder? Nein, das dachte ich auch erst. Das war für mich ganz ungewohnt. Aber es sind einfach bloß getarnte Einheiten. Ach so, clever. Die haben mich halt jetzt etwas verwirrt. Die verstecken sich und lassen uns die Arbeit machen. Also sie haben sich dann enttarnt und auch zweimal geschossen. Na immerhin, aber sie könnten ja theoretisch auch mitkommen. Oh, hier ist ein Kommandant. Ja, ich bin langer. Hier ist es auch eine Kommandantin. Von der habe ich jetzt nicht viel gesehen.
Muss ja auch nicht. Das sieht auch wieder Gülden aus. Ja, könnte auch ein Kommandant sein hier. Ich fühle mich eingefroren. Oh. Dann mache ich ihn halt kaputt. Ja, noch so ein Kommandant. Noch einer. Severus. Da sind wir schon bei 3 von 4. Das ist schön. Dann haben wir den Planeten ja gleich wieder. Oder so. Aber interessant. Immer wenn du lootest, wird für mich mitgelootet. What? Ich habe heute fast nichts eingesammelt, aber kriege ich ständig Zeug. Oh, perfekt. Warum machst du das nicht für mich? Ich komme gar nicht dazu, das Übliche. Ich stehe weit weg vom Loot und du sammelst Schreien. Ich sehe bloß immer so die blauen Loot-Säulen verschwinden. Hm. So muss das. Dabei bist du doch eigentlich der Looter-Tiger. Ja, das ist das übliche Problem. Der Fernkämpfer steht hinten und der Nahkämpfer steht schon an den Leichen dran. Ah. Aber jetzt ist es hier genauso. Grayson! Da ist noch einer. Jetzt entscheide ich doch mal. Ich hab's weggestoßen. Unfassbar. Ja, ich war fast da. Ach, hier sind wir. Meisterilna. Noch ein Katar. Ja, der kämpft auf der falschen Seite. Ja. Böse Katze. Ja, der hat halt nicht Medikamente gestohlen. Medikamente gestohlen? Also die erste Katar, der man so richtig begegnet, ist auf Seiten von Schmuggler und Soldat. Hm. Sie klaut Medikamente. Ach, stimmt. Von ihr abgesehen bekommt man so gut wie gar nichts von den Katar mit. Eure Ankunft ist anscheinend nicht unbemerkt geblieben. Die Republikaner haben eine Barrikade errichtet, um euren Vormarsch aufzuhalten. Sie wurde zwar hastig aufgestellt, ist aber trotzdem ziemlich stark. Doch wir haben größtes Vertrauen in euch. Dürfen wir auch ein paar Chlorschnecken killen? Bestimmt. Aber ich finde es ganz schön, dass sie die Katar als spielbare Rasse eingeführt haben. Da sagt er nichts zu. Ja, was soll ich da großartig zu sagen? Weiß nicht. Hätte man nicht eigentlich auch diesen Knopf an den unteren Fahrstuhl tun können? Achso, nee, könnte man nicht, weil das auch wieder ein eigener Fahrstuhl ist. Okay. Hätte man auch schon, hätte man sich diese Sequenz erspart. Viel mehr Explosionen. Ja, der letzte Kanister war leider außer Reichweite für mich. Das zieht sich heute so ein bisschen durch, ne? Joa. Dass alles außer Reichweite ist. Ich bin gleich da. Da war noch Loot, den ich nicht liegen lassen konnte. Brava, Padawan. Moment. Was gibt es dieses Mal, Sergeant? Diese Sith-Schüler hatten sich in einem medizinischen Lagerraum verschanzt. Sie sind verletzt, manche von ihnen schwer, aber sie können noch laufen. Eure Befehle? Sie sind nicht in der Verfassung zu kämpfen.
Findet einen Ort, wo sie sich erholen können. Natürlich. Ich kümmere mich persönlich darum. Geht schon, ihr Feiglinge, los! Wir lassen heute viel zu viele am Leben. Ja. Erst die einen Schüler, dann die anderen. Das sah ziemlich übel aus. Man muss ja nicht immer gleich alle umhauen. Nähere dich der oberen Verteidigung. Gehen wir jetzt durchs Grab, oder? Ich denke nicht. Nö, hier oben? Oder? Ach, doch, das, hier, das Grab. Hier gab es auch einen Weg lang, wo man unter anderem ein paar Jedi scannen konnte. Ein paar Sith-Schüler scannen konnte. Ja. Und der Weg ins Grab ging davon ab. Ja, genau. Ja, ich kann mich nicht an einzelne NPCs erinnern, aber ansonsten geht's. Oh, hier ist der Weg kaputt. Chlorschnecken! Ja! Die sind aber auch echt stark geworden hier. Level 55. Ja, wenn es keine Sys mehr gibt, die sie hier abbügeln. Aber doch noch nicht so lange. Ja, siehst du mal, wie kontinuierlich man ja eigentlich ausrotten muss. Mhm. 5 Minuten allein gelassen und es geht nicht mehr. So. Schnecki, genau. Ja, Schnecki sieht aber besser aus als die Chlorschnecken. Noch besser. Tja, du hast Schnecki ja noch nicht richtig gesehen. Das kann doch ja sein. Außer hat er zumindest beim Zugucken sich schon häufiger gesehen. Ist immer noch unverzeihlich, aber immerhin. Das wird schon wieder. Das Lasertor. Nö. Gehen wir halt hier lang. Oh, nochmal stecken. Nein, ich sehe sie nicht. Lass sie am Leben. Stecken. Erstmal auf Schnecken auftreten konnte. Mist. Achso. Aber da musste man das noch. Zack. Die Ungeziefervernichter sind da. Sie haben die Kammerjäger bestellt. Gut, dass wir auf Jedi spezialisiert sind. Das sah ziemlich übel aus. Ich meine, Jedi ist ja auch nichts anderes als Ungeziefer, oder? Ganz genau. Jedi sind auch nichts anderes als Kaulquaps.
Dann mal rein in die Schule. Yippie. Wie viele Leute hast du hier umgebracht? Wie meinen? Ja, von den anderen Schülern. Ich glaube gar nicht so viele. Ich habe es ja auf gut gespielt. Ach, das habe ich umbringen lassen. Ja. Ich habe ja schon, ist ja schon ewig her. Dort oben keine Mitglieder des Rats des Sith. Ob tot oder gefangen, beides wäre eine schlimme Demütigung für uns. Ach, hier liegen ein paar Teile rum. Oh. Aber ich finde die neue Dekoration auch hier schön. Ah, nee, nee, also das, hier passt das irgendwie nicht so rein, finde ich. Verstehe ich jetzt gar nicht. Also was sagst du dazu? Die Deko ist doch schön, oder? Dieser rustikale Charme. Eieiei. Jetzt weiß ich, warum du nicht Inneneinrichter geworden bist. Das weißt du doch gar nicht. So vom Hören sagen. So, haben wir unten. Dach da hinten. Ach, also du hast keinen Geschmack. Doch, hat er. Einen ausgezeichneten Geschmack. Ihr habt doch beide keine Ahnung. Aber davon ganz viel. So rote Zellen. Wieso nicht? Bekommt man hier Fühlchen? Gut möglich. Da muss ja eigentlich, ne? Auf jeden Fall im Gefängnis. Aber ob es jetzt genau da ist, weiß ich, das weiß ich alles gar nicht mehr. Ist alles so lange her. Außerdem finde ich, sieht in dem Tempel hier auch immer alles, oder in der Akademie hier auch immer alles recht gleich aus. Ja, aber in Gefängnisse gab es nicht so viele. Ja, ja. Wo man die Frage jetzt bekommt. Aber wo ist. Ja, das ist mir schon klar. Ja, wird dann das gewesen sein. Die letzten beiden müssten dann wohl oben sein. Dann nix wie hin. Boah, dann haben wir Jedi und Sith, dann müssten ja doch die anderen beiden Planeten da ankommen. Hotmantel und... wie ist der andere noch? Schneckenplanet. Nee. Das war sensationell. Hutter. Ich sag doch Schneckenplanet. Ja gut, stimmt. Ah. Ich war gerade noch bei den Chlorschnecken. Das hätte nicht gepasst. Oh, jetzt wieder runterlaufen. Ja, der ist runtergesprungen zu mir. Jetzt noch den letzten. Dann haben wir alle gefangen. Wie? Wir haben Gefangene gemacht. Na, die Dinger, die wir einsammeln müssen. Doch kein. Fragmente. Die können wir auch von Toten holen. Ja, ja. Dann haben wir sie halt gesammelt. Da gibt fix. Entrinne die Ratsaufzugstür. Der war hinten.
da wo wir schon dran vorbeigelaufen sind. Natürlich. Aufzug! Jawohl! Ganz nach oben, nee, nach unten. Dann halt Abzug. Drück den Abzug. Ich hab keinen. Du bist doch hier unser Abzug. Du bist unser Abzugsexperte. Ich kann nur den Knopf drücken. Viele Jedi hier in den Ratsgemächern der Sith. Wie sind die eigentlich hier reingekommen? Na doch, klar, die Typen hatten ja die Fragmente. Die hatten den Schlüssel gehabt. Die haben geschummelt. Sie haben den Vordereingang durchbrochen. Es ist nur noch eine Frage der Zeit. Seid wachsam. Das heißt Vordereingang? Wir stehen vor der Tür. Habt ihr die Verantwortung hier? Bevor ihr antwortet, solltet ihr besser wissen, dass ich denjenigen töten soll. Also passiert es. Ich hätte nicht gedacht, dass meine Aufgabe so früh erfüllt ist. Wovon redet ihr? Welche Aufgabe? Wir glauben an eine Sache, die es wert ist, beschützt zu werden. Die es wert ist, dafür zu sterben. Finden wir heraus, ob das auch für euch gilt. Nee. Die Macht verleiht uns Stärke. Ich will nicht sterben, also bleibe ich am Leben. Ja. Wir werden das Imperium völlig überrumpeln. Dann kann er sich doch eigentlich auch gleich kampflos ergeben, oder? Ja, aber du weißt, wie das ist. Nee. Der Kampf war unausweichlich. Dass dies ein denkwürdiger Kampf wird. Ja, wird es. Wobei er sich nicht lange daran erinnern wird. Schade. Dachtet ihr wirklich, ihr könntet mich so leicht besiegen? Nicht besonders beeindruckend. Jetzt haben wir doch eigentlich gefangen. Vorhin nicht? Nein. Ihr könnt was? Es nicht aufhalten. Ein Kommandoläufer. Aber auch den mache ich bloß mit Gier. Na gut, dann mache ich das auch. Benutze das Terminal in der Richtung. Und du hast den Kommandoläufer bekommen. Ja. Es hat begonnen. Es hat begonnen und ihr könnt es nicht aufhalten. Ich schlage einen Handel vor. Erzählt mir alles, dann rufe ich einen Sanitäter. Es ist zu spät für mich. Aber ich gehe in dem Wissen, dass ich etwas Großes in Bewegung gesetzt habe. Und damit ist die Sith-Akademie gesichert. Ich denke, gute Arbeit zu sagen, wäre eine große Untertreibung. Dieser Jedi-Kommandant, er hat ein paar seltsame Dinge gesagt. Ich bin mir sicher, dass Darth Arkus davon hören möchte. Er brennt darauf, euch persönlich zu gratulieren. Ihr habt euch wirklich für das Imperium eingesetzt. Wir haben euch für so vieles zu danken und ebenso viel zu besprechen. Ich hoffe, wir sehen uns bald. Ach, ich würde Darth Arkus auch gerne persönlich einen Kopfschuss verpassen. So was möchtest du tun? Ja, einfach, weil es geht.
dann wieder zurück. Ja, Bereich verlassen, da unten rechts, versteckt unter meiner anderen Schnellleiste. Ach so, an den Seiten habe ich keine Schnellleisten mehr. Ja, ich benutze sie auch nur noch ganz selten. Früher waren da viele interessante Sachen drin, gerade bei meiner Schmugglerin links. Mhm. Die ganzen Heilfertigkeiten. Oh, mein Kopfgeldjäger habe ich auch mal als Heiler gespielt. Ja, war halt, wenn ich dann eh links gucken muss. Ich werde nochmal eben den ganzen Schrott verkaufen. Das Inventar mal so ein bisschen. Ich habe keinen Schrott. Leer machen wieder. Ja, das, was halt im Inventar liegt, einmal weg. Ja, das gucke ich ja immer anschließend nochmal nach. Ja, nee, ja, ich gucke immer zwischendurch mal rein. Ja, als Heiler war das mal ganz praktisch, wenn man dann links geguckt hat, die Leiste mit den Gruppenmitgliedern, F1 bis F4, und gleich daneben dann die verschiedenen Heilfertigkeiten. Mhm. Die Republik wurde aus der Sith-Akademie getrieben und ihr Kommandant Jensen ist tot. Ihr habt dem Imperium mit Stärke und Leidenschaft gedient. Das kann ich nur loben. Bevor er starb, machte Commander Jensen eine Bemerkung, dass er seine Aufgabe erfüllt habe. In der Tat? Das hört sich fast so an, als hätte die Republik all diese Truppen geopfert, um ein anderes, verborgenes Ziel zu erreichen. Hört zu. Ich hoffe, euch ist bewusst, dass man sich an eure Taten auf Korriban und Typhon sehr lange erinnern wird. Alle werden auf diese Zeiten als Geburtsstunde einer neuen Ordnung in der Galaxis zurückblicken. Man wird sich an jene erinnern, die an ihrem Aufbau mitgewirkt haben. Wann kriege ich meine Statue? Schönen guten Abend. Habt ihr Lord Goos Schweigegelübde abgelegt, oder was? Ich denke über die Ereignisse des Tages nach. Wie Darth Arkes bereits sagte, waren eure Leistungen bisher wirklich beeindruckend. Lana und ich stehen nach all euren beispiellosen Taten im Namen des Imperiums tief in eurer Schuld. Wir danken euch. Ja, danke. Ich hoffe wirklich, dass wir uns einmal wiedersehen. Vielleicht ja schon bald. Ruhm dem Imperium! Ruhm mir! Nein. Ruhm Blackoutbit! Das schon eher. Hier ist Lana Beniko. Ihr müsst euch mit mir treffen. Wo uns niemand sieht. Auf in die Kantine. Das ist vielleicht die letzte Hoffnung, die das Imperium noch hat. Ups. In einer Kantine gibt es nie Leute. Ist höchste Wachsamkeit. Nein? Der Einsatz tödlicher Maßnahmen gegen Klar. ist zulässig. Ich dachte, da treffen wohl. Wo uns niemand beobachtet. Und sie uns in der Kantine treffen, also ja, schließen wir raus. Das ist unauffällig. Das ist, boah, weg das hier rum. Es sind halt viele Leute da. Ja, aber auch dann leckt das hier normalerweise nicht so viel rum, aber vielleicht durch das Aufnehmen und so eine Hüde. Ach, hier, der Tisch. Ah, der Tisch! Warte mal, ach. Soll ich das getrennt machen? Scheint so. Okay. Ihr seid gekommen, gut. Ich weiß, dass ich nach eurem Erfolg auf Typhon etwas schweigsam war. Versteht diese Zurückhaltung aber bitte nicht als Teilnahmslosigkeit. Denn in Wahrheit habe ich jede Menge zu sagen. Und jetzt, wo wir alleine sind, können wir offen sprechen. Warum erzählt ihr mir nicht erst einmal etwas mehr über euch selbst? Oh, was möchtet ihr denn wissen? Was sollte ich nicht wissen wollen? Ich finde euch faszinierend. Nachdem ihr schon an so vielen Orten wart und so viel gesehen habt, schmeicheln mir eure Gefühle sehr. Könnten wir... Tut mir leid, ich möchte nicht unhöflich sein, aber es gibt dringende Probleme.
Darth Arkes war in Bezug auf seine Gründe für den Angriff auf den Jedi-Tempel nicht besonders offen. Nicht einmal mir gegenüber. Er war auf der Suche nach einem besonderen Gegenstand, einem Artefakt. Ich habe gehört, wie Arkes mit Go gesprochen hat. Es schien, als hätten sie noch ein anderes Ziel. Wenn ich mehr wüsste, könnte ich herausfinden, worum es sich handelt. Es gibt gute Gründe, besorgt zu sein. Und das heißt? Ich glaube jetzt, dass der Angriff der Republik auf Korriban keine Rache für Typhon war. Er sollte ganz bewusst mit unserem eigenen Angriff zusammenfallen. Es hat damals keinen großen Sinn für mich ergeben, einen Angriff auf Korriban zu befehlen, während das Imperium noch den Jedi-Tempel hält. Und es ergibt immer noch keinen Sinn. Nein, nicht aus unserer aktuellen Perspektive. Aber in einem größeren Kontext könnten die aktuellen Ereignisse durchaus erklärbar sein. Es ist etwas in der Macht, das ich noch nie gespürt habe. Es ist nirgendwo und überall zugleich. Es windet sich, es wächst. Das hört sich bedrohlich an. Ich glaube, ich spüre es, weil ich auf irgendeine Weise damit verbunden bin. Vielleicht durch Darth Arkes. Ich glaube, das Imperium ist in schrecklicher Gefahr. Jemandem wie euch, Commander, würden nur wenige vertrauen. Aber ihr seid praktisch die einzige Person, der ich im Moment noch traue. Helft mir, dieses Geheimnis zu enthüllen. Es gibt niemanden, mit dem ich lieber etwas enthüllen würde. Tatsächlich? Nun, ich fürchte, es gibt im Moment nichts, was wir tun könnten. Ich werde meine Augen und Ohren offen halten. Tut ihr dasselbe. Ich muss jetzt an Arkes Seite sein. Aber wir bleiben in Verbindung. Das verspreche ich euch. So, ich bin auch durch. Das ist gut. Endlich konnte ich mal ungestört die Flirten-Option nutzen, ohne dass du mir reingrätschst. Ich hab sie nicht genommen. Gut. Dann auf nach Manan. Gibt's sogar ein Fährenticket hin? Ja. Aber wir müssen 30 Minuten Zeit, falls wir uns auf 30 Minuten warten, falls uns Franz wieder bruchlandet. Oh je. Aber er hat ja gelernt. Korriban kam ja schon viel besser an. Hier gibt es nicht mal einen Krater, den man weit und breit sehen kann. Das ist ja langweilig. Nee, hier ist entspannt. Erstmal. War ich überhaupt je? Den Planeten gibt es nur für diesen Flashpoint und so, eine okay, Festung. Okay, ja, dann war ich da noch nicht. Darum kommt mir das noch nicht bekannt vor. Und eine Festung kann man hier kaufen. Ah, sowas finde ich mir da toll. Wasserfall? Selbst wenn man weiß, wie die Dinger funktionieren. Selbst dann? Festungsverzeichnis Manaan. Ja, wie gesagt, hier kann man... Wie viel kostet das denn? Naja... Vermächtniskauf für 2,5 Millionen. Ist okay. 2,5 Millionen ist ja nichts mittlerweile. Ja, das ist aber mehr als die Hälfte meines Kontostandes sind. Ja, und dann hast du noch nicht mal alle Räume. Da musst du ja schon noch ein bisschen mehr mit einplanen. Ja, gut, ich könnte auch die Münzen nutzen. Da habe ich ein paar mehr übrig. Da solltest du dir dann, glaube ich, eher Kisten kaufen und dann die Kisten verkaufen im Kartellmarkt. Da kannst du, glaube ich, ein besseres Verhältnis. Ja. Oder XP-Boosts gehen, glaube ich, auch mal ganz gut weg. Ich glaube, da kommt man günstiger bei weg mit den Kartellmünzen. Da ist er ja. Ach, Lana, lang nicht gesehen. Eben noch in der Kantine geflirtet, jetzt schon hier. Ja. Und die haben da auch so einen schönen Wasserfall im Hintergrund. Es ist schön, euch wiederzusehen. Wie ich schon in unserer letzten Unterhaltung angedeutet hatte, steht Darth Arkes im Mittelpunkt einer großen Verschwörung.
Arkes hat den Überfall auf den Jedi-Tempel befohlen, um an Rakata-Technologie zu gelangen, mit der er dem Imperium Schaden zufügen kann. Er schmiedet Pläne gegen uns. Ich weiß, dass Arkes ein Mentor für euch war. Das ist bestimmt nicht einfach. Er konnte mich eine Weile täuschen, aber jetzt sehe ich sein wahres Gesicht. Ich bin Arkes zu einem gesicherten Unterwasserlabor hier auf Mana An gefolgt, wo er mit einem Selkaf-Genetiker an etwas arbeitet. Ich versuche, mehr herauszufinden. Außerdem habe ich entdeckt, dass Colonel Darok sich Zugang zum selben Labor verschafft hat. Er steckte hinter dem republikanischen Angriff auf Korriban. Mitglieder des Rats der Sith sind attraktive Ziele. Vielleicht löst dieser Darok unser Problem mit Arkes. Wie ihr sagt, ist er unser Problem. Also müssen wir es selbst lösen und Arkes in diesem Labor stellen. Wie ich schon sagte, die Anlage ist gut geschützt. Ihr müsst an schwer bewaffneten Selkaf vorbeigelangen und ihr Sicherheitsnetz ausschalten. Kommt ihr nicht mit? Ich wollte Darth Arkes persönlich stellen, aber ich spüre eine Anwesenheit hier. Ein möglicher Verbündeter. China. Ich bleibe mit euch in Verbindung. Ja. Und lasse euch wissen, wie meine Suche läuft. Möge die Macht euch dienen. Was denn? Was war hinten bei dir los? Ziemlich wenig heute. Ziemlich wenig? Ich bin mehr gewohnt. Es war nur überraschend laut zwischendurch. So, ich dachte so, Ja, ich war kurz am Überlegen, ob ich Mikro ausmache. Aber gut, dann muss ich hier zwei Mikros ausmachen. Einmal. Ja, einmal OBS und einmal Discord. Mhm. Und danach vergesse ich eins davon wieder anzumachen. Oh, das wollen wir nicht. Wobei, wenn du nicht mehr mit mir sprichst, das merke ich ja wahrscheinlich dann schon. Die Musik ist auch so schön entspannt. Okay, ich leg mich gleich hin, schlafen. Ja, genau. Oder so. Oh, hier sind nochmal Springbrunnen. Hier ist Lana. Darth Arkes ist ganz in der Nähe. Ich spüre ihn. Wir müssen herausfinden, was er da unten mit dem Selkaf macht und ihn stellen. Wenn ihr euch das Ganze ansehen wollt, müsst ihr das Sicherheitsnetz ausschalten. Ihr habt jetzt die Koordinaten. Ich melde mich wieder. Ich habe ja einen Hacker bei mir, ne? Was? Wo? Oh. Genau hinter mir jetzt gerade. Jetzt vor mir. Kampfruinen! Wo kommen die denn her? Von vorne! Die eine hat gepiept. Was? Darf die das denn? Eigentlich nicht. Aua! Und die Sanitäter hält aber auch gut was aus. Und Sandys für Droiden? Hm? Sandys für Droiden? Nee, sind ja nicht nur Droiden hier. Guck, hier sind auch... Ja, das sind aber die einzig wertvollen. Die Droiden? Ja. Nee, fast noch nichts. Getroffen. Alles Billigproduktion hier. Ziemlich nützlich erwiesen. Er hat von einem Gefangenen bei der Sicherheit. Sag das mal dem Terrorschräublein. Der nach einigen Experimenten beseitigt werden soll. Dieser Jakaro scheint jemand zu sein, den ihr rufen solltet. Verdammt, ihr euch um die Sicherheit gekümmert habt. Ach, so ein Sanitäter. Okay, sind ausnahmsweise mal keine Droiden. Kill den Magier, heiler zuerst.
Hab ich. Was? Komm on. Na dann. In die Schlacht. Sicherheitskommandant. Ach, der hat ein Schild. Ja. Dann kann man da ja noch so viel drauf einprügeln. Dann kannst du auf den Druiden gehen. Die cheaten, die haben Schilde. Die Schilde. Ja. Ja, finde ich auch. Aber da ist eine blaue Konsole. Juhu. Ach, Spielverderber. Wir sind gerettet. Jakaru, bitte entschuldigen Sie diesen Ausbruch. Bitte lassen Sie uns nicht hier verrotten. Ich flehe Sie an. Ich schätze, ihr beide habt keine Wahl, als zusammenzuhalten, was? Ich bin C2D4. Ehemaliger Übersetzer Ihrer Eminenz, Königin Lina von Onderon. Und dies ist mein aktueller Herr Jakaru, der berühmte Experte für illegale Transporte. Also ein Schmuggler. Jakaru wurde von einem Selkath-Genetiker namens Gorima einen Auftrag angeboten, der ganz harmlos wirkte. Wir haben eine große Lieferung völlig legaler medizinischer Vorräte hier in diese Einrichtung gebracht. Stellen Sie sich nur vor, wie konsterniert wir waren, als Gorima uns hier einsperren ließ und wir von zwei wirklich schrecklichen Kreaturen verhört wurden. Es stimmt also. Darth Arcus und Colonel Darok arbeiten zusammen. Ist das von Bedeutung? Etwas Hilfe könnte sicher nicht schaden. Interesse? Ich denke, Eile ist geboten. Wir stoßen dann bei der nächsten Gelegenheit wieder zu Ihnen. Die sehen wir noch nie wieder. Keine Spoiler. Bloß weil das vertonte Charaktere waren. Naja, sind ja nicht alle Charaktere vertont. Schön zu sehen, dass Auftragsboards nicht. Oder gleich mehrere. Aber ich muss euch warnen, ihr werdet auf Mitglieder des Shaza-Ordens treffen. Das sind machtempfängliche Selkath, die weder Jedi noch Sith sind.
Es ist kein gutes Zeichen für uns, dass sie hier ihre Finger im Spiel haben. Das also macht Flashpoints. Die Flashpoints sind alle vertont. Also. Ja, natürlich. Und die Wookie-Samples haben sie ja auch schon. So, wir sind irgendwie so ein bisschen unter Wasser gerade. Ja. Mal was anderes. Hier sind auch hier lauter Leute auf. Warum haben wir die vorher nicht bemerkt? Weiß ich nicht. Okay, fragen wir anders. Warum hast du machtsensitive Personen sie nicht bemerkt? Weil hier so viele machtsensitive Leute sind. Außerdem bin ich ganz fokussiert auf meine Aufgabe. Was ist denn von das denn? Seit 2 Minuten. Immer diese Ausreden. Sonst schlafwandelst du doch durch. Psst, das soll doch keiner wissen, Mensch. Wenn das rauskommt. Dann vertraut dir keiner mehr. Genau. Okay, das ist auch, jetzt ist die Tür da auf, wo wir eben davor standen. Na toll. Hat gerade seltsame Energiesignaturen in eurer Nähe geortet. Er glaubt, dass sie von Rakata-Technologie stammen. Das sollten wir uns genauer ansehen. Zapft eine nahe Konsole an, um das zu untersuchen. Zapfen klingt gut, da bin ich dabei. Ich nicht. Sieht nicht so aus. Nee. Stimmt, man kommt da gar nicht lang. Wieso habe ich sie dann angegriffen? Weil die in unsere Richtung kamen. Na gut. Bei die hier stehen einfach bloß rum, aber leider so gut verteilt. Ja, die müssen wir alle. Immer diese Scharfschützen. Ja, und die rennen ja alle mal zu mir, die Kerle. Die Scharfschützen nicht, die bleiben hier stehen. Ja, aber die anderen rennen mal alle zu mir. Oh, die mögen dich. Das sind Fans. Ich mag die aber nicht. Ja. Das musst du ihnen ja nicht zeigen. Doch. Voll Blaster voraus. Ach, hier sind die Shazas. Die machen uns schon die ganze Zeit Ärger. Echt? Ja. Na gut. Du schlafwandelst halt durch die Gegend. Nö, ich hatte bis jetzt vor allem Scharfschützen, die ich hier beglücken konnte. Ah, ich sehe von Weitem die Namen, alles Shaza. Alle Verbindungen hergestellt. Finde Narok, Arkus oder Gurima. Da stehen Leute im Weg. Dann ändere das. Die schubsen. Na, jetzt hast du es aber raus, das Looten. Jetzt komme ich auch noch kaum dazu. Das war einfach bloß zeitlich günstig. Ortuno haben wir gefunden.
Nogas hold the magnet. Jetzt wird nochmal verständlich. Das kein Grund. Meine Stärke in der Macht sichert mir den Sieg. Ja, du schummelst wieder, du liest da oben links. Psst. Ach, guck mal, da kommen wieder Kollegen zu dir. Ja, kaum baller ich auf sie, kommen sie zu mir. Während ihr Boss mich komplett ignoriert. Ja, um den kümmere ich mich. Das ist halt auch ein Nahkämpfer. Hallo, ich kenne mich nicht, aber ich bin hier bei Lana. Sie meditiert und nutzt ihre Verbindung zu Darth Arkes, um seine Position zu ermitteln. Ich soll euch Bericht erstatten, wenn ich etwas gefunden habe. Und das habe ich. Energiedaten aus Gorimas Labor. Darin ist Rakata-Technologie und sie strahlt wie verrückt Energie ab. Ich weiß nicht, was da genau los ist, aber ich kann euch versichern, dass es nicht lange gut gehen wird. Klingt gut. Wer ist der Typ? Was macht er bei meiner Lana? Tja, das wüsstest du wohl gerne. Ihr müsst Gorima sein. Wir müssen reden. Ist Hogi so an dem Kerst Visa. Auf die harte Tour. Da war eine Tür. Nimm wohl King Avila Gito Turco. Latate Hatamogota. Erschafft ihr hier Cyborgs? Ahajukata Ferfiaka Wald. Hosu Idon Kera Stulas Elva Lasto Asbult Ahatasa. Amun kaja kostung, vota hoje mar imlik, ete valahol. Eves tol ere ni as igrit, len parnata feder zeten. Er darf nicht nochmal die Chance kriegen, uns zu verraten. Schießen Sie schon! Gorima könnte noch nützlich für uns sein. Nimm deine Waffe runter. Ich sage das nicht noch einmal, Takaro. Der Spruch hätte von China kommen können. Was für eine Überraschung. Das ist die mögliche Komplikation, die ihr gespürt habt? Nein. Meine Beraterin ist nicht bei Ihnen, auch wenn ich Ihre Anwesenheit spüre. Beniko scheint meine Partner hier überzeugt zu haben, dass ich nichts Gutes im Schilde führe. Der Typ links ist bestimmt Republik. Das ist doch keine angemessene Begrüßung, Arkes. Seid so nett und kommt näher, damit ich euch meine Hand reichen kann, um euch damit zu erwürgen. So eine Leidenschaft für Gewalt. Ich schätze, das hat euch auf Typhon und Korriban so nützlich gemacht. Danke, dass ihr uns alles gegeben habt, was wir brauchen. Nun können wir richtig beginnen. Nicht alles. Gorima habt ihr nicht, den haben wir. Oh, wir brauchen Gorima nicht. Nicht mehr. Wir waren ohnehin nur an den Ergebnissen seiner Forschung interessiert. Fischies. Oh, Mina. Schön. Ja, kein Problem, kein Problem. Wir sind ja drin. Jetzt, wenn ich einen ersten Blick auf unsere unendliche Armee, während diese Einrichtung in sich zusammenfällt. Wobei, ich bin eine Katze, ich mag kein Wasser. Typisch Hauskatze. Jedenfalls nicht so, wie ihr reingekommen seid. Die gute Nachricht ist aber, dass ich eine der Kapseln übernehmen konnte. Ich lasse sie fernsteuern und sie ist auf dem Weg zu einer Handlungsbrücke in eurer Nähe. Die Koordinaten solltet ihr bereits haben. Beeilt euch! China, hier tropft's. Ja. Und? Im richtigen Tiger macht das nichts aus.
Tiger sind alles andere als Wasserscheu. Okay. Aber Hauskatzen wie du, das ist ja... Was? Aber immerhin eine machtsensitive Hauskatze. Ja, das, sonst an. Würde ich die ja auch nicht bei mir behalten. Tja. Also wenn der grüne Frosch eines Tages am Morgen nicht mehr aufwacht... Ich erfasse Messwerte von ihrem Alpha-Sign. Was für ein Frosch. Und es kommt direkt auf euch zu. Pass und, auf! Und viel Grün ist ja auch nicht mehr übrig. Ah, das reicht. Das ist genug Grün. Schaltet dieses Ding schnell aus! Ja, es ist nur fast unsterblich. Nur fast, na dann. Ich bin betäubt. So, wir müssen ihn innerhalb von 5 Minuten erledigen. Na dann. Da hatte ich mit einem meiner Charaktere echt mal Probleme. Also es wäre hilfreich, wenn er nicht so weit wegstehen würde. Doch, der läuft doch immer hin und her. Ja, wir sind ja auch zu zweit, das sollten wir ja locker hinkriegen. Aber ich alleine war das einmal ein bisschen lustig. Ja, wenn nicht, würde ich mir ganz so Sorgen machen. Na toll, ich setze meine ganzen Flächenangriffe ein und er haut ab. Tudum. Das ist übrigens Exemplar 71. Tja, da gab es schon 70 Misserfolge. Ja. Fügen wir noch einen zu. Gut, dass wir den Doktor noch haben, da. Große Reichweite. Minuten haben wir noch. Oh, es wird knapp. Gute Arbeit. Bringen wir euch jetzt da raus. Hast du gemerkt, war sehr knapp. Sehr knapp, ja. Raus. Da eine blaue Konsole. Wenn wir jetzt noch mal 3 Minuten warten, was ist dann? Keine Ahnung. Versuch's mit dem nächsten Charakter. Halte durch. Die Rettungskapsel ist fast da. Es dauert nur noch einen Moment. Ja. Gehört zur Republik, oder? Das stimmt. Aber ich rette auch euer Leben. Habt ihr ein Problem damit? In der Tat, das habe ich. Das dachte ich mir schon. Darüber sprechen wir dann wohl, wenn ihr an der Oberfläche seid. Beeilen Sie sich. Ich bin nicht für derartige Tiefen konstruiert. Gut, alles bereit. Klettert hinein und genießt die Fahrt. Yippie. Ja, die Satirin ist sicherlich das Gegenstück zu Lana auf der Republik-Seite. Ach, hör auf, so intelligent zu sein. Nein! Ich meine, ich stehe bloß Vermutungen an. Sind sicherlich nicht weit hergeholt, von daher. Nicht so ganz. Oh, das Loot. Man will die Mission ja nicht zweimal gestalten. Für 2 verschiedene Seiten. Okay, wir sind wieder an Land. Chaka. Ach, Bereich verlassen. Achso. Ach, da ist noch was offen.
noch mehr Skulpturen. So, dann Bereich verlassen. Im Moment. Doch, klar, Bereich verlassen. Wir sind ja im Flashpoint. Ich war gerade ein bisschen verwirrt. Ja, du hättest auch zur gegenüberliegenden Seite gehen können. Ich kann jetzt vermutlich genau dort und gucken, wo du stehen würdest normalerweise. Moment, dann komme ich doch einfach mal raus. So. Ich glaube, das geht schneller. Ja, da bist du. Also zuerst dein Gefährte und du zumindest vom Namen her. Ich bin wieder da. War ja jetzt nur so ein Teilerfolg. Ach, das wird noch. Meinste. Komm, ich hab dich da lebend rausgeholt. Du mich? Tja, natürlich ich dich. Da hattest du auch nur Glück. Ja. Jeder braucht ein bisschen Glück. Willkommen zurück. Ihr habt wieder einmal Fähigkeiten und eine Zielstrebigkeit gezeigt, über die nur wenige verfügen. Ich habe schon Schlimmeres gesehen. Ich glaube, ich sollte euch einander vorstellen. Ich weiß schon, mit wem ich rede. Ich bin Teron Shan vom republikanischen SID und ich bin euer neuer Verbündeter. Erst arbeitet Arkos mit einem Handlanger der Republik zusammen und jetzt erwartet ihr von mir dasselbe zu tun? Ich verstehe natürlich euren Widerwillen, aber bitte, lasst uns erklären. So wie wir von Darth Arkus getäuscht wurden, wurde auch Teron getäuscht, von Colonel Darok. Und wenn man betrachtet, was ihr in diesem Labor gefunden habt und was Lana und ich in Erfahrung bringen konnten, müssen wir davon ausgehen, dass beide Verräter sind. Arkus und Darok gehören einer gefährlichen Bewegung an, einem zwielichtigen Kult, dem Revan-Orden. Den kennst du ja auch noch, oder? Ja, natürlich. Wenn sie eine Bedrohung darstellen, müssen sie ausgemerzt werden. Ihr unterschätzt, welchen Einfluss Revans Leben und Lehren auf andere haben. Der Revan zwei Spiele sich bloß um ihn drehen. In den Schatten des ja, ja. Oder sie. Raums. Aber jetzt hat sich ihnen mindestens eine bedeutende republikanische Person angeschlossen. Das heißt, dass ich meinen Leuten nicht mehr trauen kann. Und Lana geht es ebenso. Anwesende natürlich ausgeschlossen. Und wenn die Revaniter wirklich eine Cyborg-Armee aufbauen... Das ist Jakaro. Und ich bin C2D4, ehemaliger Dolmetscher Ihrer Eminenz, Königin Lina von Onderon. Hey, Jakaro, wie würde es dir gefallen, mir dabei zu helfen, die beiden zu finden? Darüber sprechen wir noch. Lana, seid ihr dabei? Wir wissen noch nicht, wie groß der Einfluss der Revaniter schon ist. Ich muss im Imperium so viel wie möglich darüber in Erfahrung bringen. Fugis halten sich Menschen als Haustiere. Gut geschlagen. Wir sprechen uns bald wieder. Unsere Arbeit hier ist getan. Ich meinte eben auch nicht, dass du Revan kennst, das ist mir klar. Mir ging es eher um den Revan-Orden. Ja, natürlich. Jetzt fragen wir auch nicht, auf welchem Planeten man dem immer wegläuft. Ganz früh. In der imperialen Flotte. Können wir nicht mit ihr hier sprechen? Nee, heißt auf der imperialen Flotte wieder treffen. Okay, ich bin in der Kantine gelandet, du vermutlich auch. Ja, der Name ist... Stimmt, hier. Ich habe hier noch einen Ladebildschirm. Ja, ich setze mich schon mal aufs Sofa. Gute Idee. Du stehst davor. Ja, das läuft wieder jeder für sich. Na dann.
Ich wollte gerade einen Suchtrupp losschicken. Entschuldigt. Ich wollte erst ein paar Dinge überprüfen, bevor ich euch aufsuche. Wie ich vermutet habe, existiert der Revan-Orden in seiner früheren Form nicht mehr. Irgendwie bedauerlich. Der Pragmatismus der Revaniter war den Sith ein Dorn im Auge. Aber sie hatten auch etwas Ansprechendes. Ihr solltet wissen, dass man mich zu einem Revaniter gemacht hat. Nach der Begegnung mit Darth Arkus ist eure Mitgliedschaft vermutlich nicht mehr gültig. Außerdem haben die neuen Revaniter nichts mehr mit denen zu tun, die ihr kennengelernt habt. Der neue Revan-Orden will das Imperium nicht länger von innen heraus ändern. Er hat das Ziel, uns völlig zu zerstören. Und die Republik ebenso. Das Wie oder Warum habe ich noch nicht herausgefunden. Aber vielleicht hatte Teron Shan mehr Erfolg. Er scheint seine Arbeit ziemlich gut zu machen. Ihr seid gerade dabei, mir Komplexe zu bereiten. Wollt ihr andeuten, dass Shan besser ist als ich? Das würde mir nicht im Traum einfallen, Commander. Ich meinte nur, dass er einen guten Verbündeten abgeben wird. Wolltet ihr noch etwas anderes besprechen? Als wir nach der Rückeroberung Korribans miteinander sprachen, dachte ich, da wäre etwas zwischen uns. Eine Verbindung. Habe ich mir das nur eingebildet? Ihr habt euch das nicht eingebildet. Ich war mir nur nicht sicher, ob das ein guter Zeitpunkt dafür ist. Aber ich habe euch vermisst. Ich muss jetzt gehen. Es gibt noch viel über die Pläne der Revaniter herauszufinden und über ihre unendliche Armee. Ich werde an euch denken. Die Richtlinien des Ministeriums für biotische Wissenschaften billigen den Luftschleusenausstoß als akzeptable Methode zur Beseitigung von Überträgern der Rakul-Seuche. So. Du bist fertig? Ich bin fertig. Wo müssen wir jetzt hin? Sprich mit Lana Benico. Hab ich doch eben. Nein. Doch. Nein. Ja, ich glaube, die Flashpoints haben sie so nach und nach damals rausgebracht. Was ja vollkommen in Ordnung ist. Ist jetzt, wenn man es dann nachher macht, etwas blöd. Oh, geht eigentlich. Ich meine, so wird ja auch gezeigt, dass ein bisschen Zeit vergangen ist, ne? Indem man sich ein bisschen bewegt. Passt schon. Ach, bewegen. Ja, nur ein bisschen nur. Also. Es ist wie immer schön, euch wiederzusehen. Aber ich fürchte, weitere Freundlichkeiten müssen erst einmal warten. Ich hatte ja schon einmal von einer seltsamen Erschütterung der Macht gesprochen. Eine Art sich windende Masse ist mit Darth Arkus verknüpft. Ich dachte, ich könnte meine Verbindung zu Arkus nutzen, um andere zu finden, die mit der Erschütterung in Zusammenhang stehen. Revaniter, die heimlich gegen uns arbeiten. Und ich habe ein paar gefunden. Wenn wir sie davon überzeugen, dass es ein Fehler war, das Imperium zu verraten, werden sie uns sicher helfen. Dafür ist es zu spät. Von dem ausgehend, was ich erfahren habe, ist ihre Loyalität zu Revan unerschütterlich. Teron Shan hat mir geholfen, verschlüsselte Nachrichten zwischen den Revanitern zu dekodieren. Aufgrund eurer Einmischung auf Manaan treiben sie ihre Pläne jetzt noch schneller voran. Nun, sie wissen ja jetzt, mit wem sie es zu tun haben. Wer könnte es ihnen dafür denken? Darth Arkus ist intelligent, manipulativ und unglaublich mächtig. Wir dürfen ihn nicht unterschätzen. Es gibt noch eine Möglichkeit, Arkus aufzuhalten. Teron hat seine Aktivitäten nach Hakata Prime zurückverfolgt. Colonel Darok und er bauen dort ihre unendliche Armee auf. Und da ist noch mehr. Die Implantate, die sie verwenden, bestehen aus Teilen der Sternenschmiede. Die Sternenschmiede? Sagt mir, was ihr darüber wisst.
Die Sternenschmiede war eine von der Macht erfüllte, sich selbst erhaltende Schiffswerft der Rakata. Sie wurde vor Jahrhunderten zerstört, aber die Revaniter haben Teile des Wracks geborgen. Ihre Technologie macht die Soldaten fast unsterblich. Und sie übernimmt auch ihren Geist. Die Revaniter haben sie also vollständig unter Kontrolle. Ich habe es satt, dass Arkes denkt, er könnte mich zum Narren halten. Macht eine Fähre nach Rakata Prime bereit. Wir brechen auf. Es wartet bereits eine Fähre auf euch, Commander. Teron und Jakaro warten auf dem Planeten auf uns. Je früher wir nach Rakata Prime reisen, desto besser. Genau, aber nicht ohne dich. Oh, wie lieb. Ich hab nicht mit dir gesprochen. Aber. Du darfst aber auch mitkommen. Den Flashpoint hier habe ich irgendwie total verdrängt. Den kennst du also nicht? Doch, klar. Mich nur nicht so dran erinnert. An so ein tropisches Paradies erinnerst du dich nicht? Ja, kannst du mal sehen. Die ist kalter Stahl doch lieber, ja? Nö. So Strände sind schon schön. Jakaro, D4. Jakaro, zeigen Sie doch wenigstens ein Mindestmaß an Respekt. Hey, wir können den Angriff auf den Tempel der Alten starten, sobald ihr bereit seid. Das ist die Operationsbasis der Verräter? Ja, die Rakata haben vor tausenden von Jahren die Sternenschmiede im Innern dieses Tempels erbaut. Nun produziert er für Arkes und Darok Fußsoldaten. Teron und ich werden euren Fortschritt von Jakaros Schiff aus verfolgen. Wir unterstützen euch so gut wir können und halten euch auf dem Laufenden. Wie bitte? Jakaro, dem habe ich nicht zugestimmt. Moment. Darum ging es also in dem Gespräch mit Agent Shan, bei dem sie mich ausgeschaltet haben. Seid gewarnt, der Weg zum Tempel ist hart. In dem Gebiet wimmelt es von Rakata-Stammeskriegern, die nur zu gerne gegen euch kämpfen. Das habe ich auf die harte Tour herausfinden müssen. Wunderbar. Wir werden alle sterben. Einfach wunderbar. Bleibt konzentriert und alles wird gut, da bin ich mir sicher. Wir hören bald voneinander. Ja, wenn hier einer drauf geht, dann muss einer. Der Frosch. Nein, ich sprach vom Druiden. Ach so. Ja, Gefechtsdruide. Was? Gefechtsdruide, ja. Noch mehr Mizis. Naja. Aber bei den ganzen Flashbands hier gibt es gar keine Bonusmissionen mehr. Hat weniger Ablenkung. Die meisten Bonusmissionen waren ja, kille so viele Leute und zerstöre das und das. Den Verlust ist es auf keinen Fall. Oh, hier sind Rakata. Die hatten wir eben schon. Nein. Doch. Nein. Ach, ist der blind. Nein. Mach die Augen auf, wenn du schlafwandelst. Das sah ziemlich übel aus. Aber bei den Kämpfen gucke ich meistens nur auf meine Fähigkeitenleiste. Ja, also 1 kann ich auch so drücken. Oder Alt 1. Und damit ich dann weiß, wohin ich ziele, muss ich nach oben gucken. Ach, Ziel macht er automatisch. Ja, nicht bei einem Bereichseffekt.
Na gut. Ach, ist das schön. Naja, bei der Färbung glaube ich nicht, dass es trinkbares Wasser ist. Wieso? Ich weiß auch nicht, ich habe so das Gefühl, es hat einen leichten Grünstich. Stimmt, Algen. Das ist nicht schlimm. Ist gesund, Vitamine. Sowas will ich nicht. Vitamine? Gesund. Dann sind es halt ungesunde Vitamine. Gib mir einen Obstsalat, das ist Zucker pur. Okay, die Route werden wir nicht wie geplant nehmen können. Ihr müsst den Strand entlang und direkt durch das zentrale Rakata-Gebiet. Tut mir leid. Das war ja so klar. Einmal mit Profis. Ja, Republikaner halt. Kannst nichts machen. Genau. Also sprich mal ein Machtwort hier. Das kann der doch gar nicht. Doch, lache doch. Er sagt bloß, dass ich ruhig sein soll. Und dann wird das hier ein bisschen einseitig, das Gespräch. Also ich kann mich auch abschalten, so ist nicht. Nein. Einfach ein Discord auf stumm stellen. Hast du etwa keine Früchte zu Hause, Ossel? Ansonsten ist es doch schnell gemacht. Ja. Schon kleine schneiden. Zum leckeren Obstsalat. Mhm. Gerade jetzt im Sommer ist das eine super Sache. Man darf bloß nicht danach seine Zuckerwerte messen. Ja, das kann sein. Mache ich es nicht so oft. Eigentlich nie. Das sah ziemlich übel aus. Ist halt Fruchtzucker drin. Ja. Macht schon Sinn. Da ganz viel. Ja, bis ich da bin, ist er eh schon weg. Ja, das jetzt auch bewegen können. Nö. Nee. War schon so oft, dass ich mich hinbewegt habe und dann war weg. Und die beten hier die Statue an. Ja, das ist eindeutig falsch. Oder den Mystiker, das könnte auch sein. Sie sollten lieber mich anbeten. Dich? Wieso dich? Ja, einfach so. Einfach so? Nee, das musst du dir schon verdienen. Ich bin hier, das reicht. Frisches Blut braucht. Wenn ihr an ihnen vorbei wollt, müsst ihr ihnen wohl eine Show bieten, die sie nie wieder vergessen. Oh, ich hab doch Lampenfieber. Ach, einfach ein bisschen Sprengstoff hinwerfen, das würde ich schon beeindrucken, diese Wilden. Ich hab keinen dabei. Wozu nehme ich dich dann mit? Zum. Weiß ich nicht. Für den weiblichen Charme. Wozu nehme ich dich dann mit? Ach, guck mal. Eine grausame Kriegsbestie. Rancor. Ach, Rancor, der ist doch nicht grausam. Der möchte doch auch nur spielen. Ah, da ist der Kriegshäuptling. Darum ist das so eine Mission hier. Aber nicht mit mir spielen. Spiel mit dem Agenten. Der kann das ab. Der mag das aber nicht. Feiner Ranker. Ach, wir haben ja zwei. Hui. Ist gleich fertig. Oh, ich dachte schon, jetzt bugge ich rum.
Der ist ja auch schon halb down. Ja, auf den habe ich mich ja konzentriert. Ach so, das wusste ich ja nicht, was du da treibst. Ja, dich zumindest nicht allein lassen. Ja, das ist klar. Keinen schönen Strandurlaub gemacht hier. Schön Cocktail geschlürft. Ja, wäre fast passiert. Da, wo jetzt wieder der Weg frei ist, stand mit einem Mal eine Stahlplatte im Weg. Und lass uns doch eine Killparty machen. Eine Killparty haben wir doch eben. Ja, aber das, wir könnten den Ranker auf den Grill hauen. Ja, der sah mir ein bisschen zäh aus. Was? Da wird sich schon was finden lassen, was man einigermaßen essen kann. Ist ja genug dran. Schon wieder welche? Ja, irgendwie ist der ganze Planet von denen verseucht. Ich glaube, es liegt daran, dass die hier wohnen. Das ist kein Grund. Nein? Nein. Welchen besseren Grund könnte es denn sonst geben? Keine Ahnung, aber der nicht. Also, sag doch was. Der lebt nicht hier. Der macht das richtig. Da hört er auch kein Obstsalat. Bist du außer stimmt mir ausnahmsweise zu? Ich glaube nicht. Ich finde es zwar etwas unheimlich, aber er stimmt mir zu. Wieso sollte er dir zustimmen? Hat er da gesagt. Das lese ich dann nicht raus. Mokai, schönen guten Abend. Wir kommen hier beim schönen Strandurlaub, beziehungsweise jetzt gehen wir, glaube ich, gerade rein. Ja, also die Kriegsdruiden waren auch schon mal was anderes. Sieht sehr mechanisch und giftig aus. Ja, das stimmt. Aber doch, gleich sind wir da draußen. Da haben wir, wir hatten hier schon wunderschöne Sandstrände, blaues Meer. Komische Statuen. Teron hat den Funkverkehr der Revanita überwacht. Irgendwo in eurer Nähe haben sie ein verstecktes Rakata-Waffenlager gefunden. Sorgt dafür, dass sie die Waffen nicht einsetzen können. Da kriegen wir schon hin. Obwohl China den Sprengstoff nicht dabei. Wie soll man das dann hinkriegen? Ich hab den Sprengstoff hier gegeben oder dein Padawan, irgend sowas. Siehst du, du weißt nicht mal mehr, wo du ihn hingepackt hast. Ja, wozu auch? Eieiei. Ich dachte, ich arbeite mit Profis. Nee. Wer hätte das denn gesagt? Du bist hier beim Imperium. Warum ja? Damals beim Geheimdienst Zeichentrupp ist zusammengearbeitet. Aha. War das noch bei der Republik? Bist du einfach ein Überläufer? Das verrate ich dir nicht. Wenn ich dir das verrate, muss ich dich umbringen. Na gut. Eins von vier. Ja, wenn wir jetzt Sprengstoff gehabt hätten, hätten wir ihn einfach hochschmeißen können. Sturmtruppen, ich glaube, das sind keine Profis. Na doch, du musst bedenken, wie gezielt sie daneben schießen, damit die Helden wie Helden aussehen. Das machst du nicht mit Anfängern. Auch daneben schießen kriege ich wahrscheinlich auch hin. Ja, du könntest auch versehentlich nicht treffen. Ach so, ja. Das. Und dann geht's nicht immer nach dem Plan des Imperators. Ah, das wäre nicht gut. Also unter dem Gesichtspunkt machen die ihre Arbeit richtig gut. Was
man das ihren Vorgesetzten nicht gesagt hat, das ist was anderes. Die Liste hier oben. Ja. Ja, genau, die Sturmtruppen gehören zum Imperium. Der hatte Sprengstoff dabei. Achso, dem habe ich das in die Hand gegeben. Der kann auch sein. Ja. Hä? Wo kommst du denn noch her? Der ist da auf und abgelaufen. Warum? Das kann er doch nicht machen. Hat er aber. Er hat einen Spaziergang gemacht. So, in die Richtung sind wir irgendwo. Aber wir müssen, glaube ich, hier oben rum. Ja, kann sein. Bei Wand und so. Ja, ich habe bloß Rotkanister. Rote Kanister? Ja. Und seltsamerweise machen sich alle Leute Sorgen, wenn ich rote Kanister habe. Och. Wenn sie leer sind, würde ich mir da keine Sorgen machen. Ich habe erst vor einer Weile welche auf solches Auto gestellt. Fand da nicht gut. Warum? Schneller voran, als wir dachten. Ein bisschen Nervenkitzel. Keine Ahnung, ich fand die da gut platziert. Auf jeden Fall. Vor allem, wenn du sie woanders haben möchtest. Also ich würde nicht so viele davon transportieren wollen. Das hier ist also diese unendliche Armee. Tja, dann wird dieser Flashpoint auch unendlich lange gehen, oder? Ja, ich fand die bisher ziemlich endlich, die Armee. Ja, aber wer weiß, vielleicht kommen da noch wieder welche nach. Ich habe genug Munition mitgenommen. Wobei, wenn man den Boss erledigt, dann sind ja immer alle weg. Werden alle diese Fähigkeiten genutzt? Naja, alle nicht. Die meisten. Also die hier oben, obwohl die da oben benutze ich auch gar nicht alle. Also eigentlich hat man immer nur ein paar, die man wirklich häufig benutzt. Wenn man ein bisschen ernsthafter kämpfen muss, dann setzt man mal ein paar andere mit ein. Dann setzt man noch mal ein paar andere mit ein, genau, aber ansonsten reicht es ja eigentlich. Zumindest bei mir, alle die bunt aufleuchten zu benutzen. Da muss man nicht mal groß nachdenken. Hier unten kann man gut gegen Gegnergruppen einsetzen. Den benutze ich häufig. Schwertüberladung benutze ich eigentlich gar nicht. Das hier unten sind dann häufig noch so Effekte. Hier könnte ich Leute mit außer Gefecht setzen, aber auch das brauchen wir hier gerade nicht. Aber da kommt man eigentlich ganz gut rein, weil die Sachen ja alle nach und nach freigeschaltet werden. Und dann sieht man ja, ob man sie braucht oder nicht. Sucht eine Steuerkonsole und öffnet dort einen Kanal. Ich kann mich dann von hier aus in ihre Systeme hacken. Die haben hier Systeme, ich sehe davon nichts. Genau da. Das ist eine Tür. Ach so. Herausfordernde Gegner. Also in den Story-Sachen nicht. Aber wenn man dann natürlich in die Raids geht, in die Operationen. Teron? Okay. Laut den Plänen führt der einzige Weg zu den obersten Revanitern durch diese Rekrutierungszentrale. Die Cyborgs schlafen im Moment, aber sie lösen Alarm aus, sobald sie euch entdecken. Eine Überladung der Konsole wird sie von innen heraus rösten. Ich komme hier allerdings nicht an die Energiesicherheitssysteme ran. Die Ehre gebührt euch wohl. Ein solider Plan. Teron, warum funktioniert dieser Sensor nicht? Weil für Jakaro Systemwartung ein Fremdwort ist. Wahrscheinlich ein defektes Relais. Ich sehe mir das an. Nun,
Nun, da er weg ist, darf ich vorschlagen, nicht auf Terons Vorschläge einzugehen? Eine Überladung würde auch die Daten zerstören. Das Imperium möchte vielleicht selbst auch eines Tages eine unendliche Armee haben. Allerdings müsstet ihr in diesem Fall gegen die Cyborgs kämpfen. Oh, das ist ein Zeitdruck hier. Und ich dachte schon fast, dass ihr euch zu sehr mit dem republikanischen Spion anfreundet. Versteht mich nicht falsch. Ich diene dem Imperium. So wie ich auch. Wir machen das auf eure Art. Hey, was ist passiert? Warum läuft die Konsole immer noch? Es hat nicht funktioniert. Der Raum muss auf die harte Tour durchquert werden. Seid ihr sicher? Was genau habt ihr versucht? Alles. Wenn ihr meint, diese Sensoren waren übrigens in Ordnung. Keine Ahnung, was das Problem ist. Wahr. Die Sensoren scheinen wieder zu funktionieren. Also, okay, es gibt vor allem einen herausfordernden Gegner. Der nennt sich Abgrund. Ja, genau, der Abgrund ist eigentlich der härteste Gegner. Also in dem ganzen Content, den man im Einzelspieler macht, der ist sehr einfach geworden mittlerweile. Da hat man eigentlich keine Herausforderung mehr. Aber die Gruppensachen sind halt noch herausfordernd und kann man auch in verschiedensten Schwierigkeitsstufen angehen, aber da braucht man halt Gruppen für. Darab müssen realisiert haben, dass es vorbei ist. Sie sind zum Dach geflohen, wo eine Fähre auf sie wartet. Wir schießen sie ab, wenn es nicht anders geht. Aber wir sollten uns die Chance nicht entgehen lassen, sie zu verhören. Zum Dach, schnell! Später gibt es nochmal so einen optionalen, also auch so optionale Einsätze, die man machen kann. Die sind eigentlich auch für zwei Spieler markiert, aber die sind eigentlich eine ganz schöne Herausforderung, wenn man die an einem macht. Das ist schwer, aber schaffbar. Wenn die nicht mittlerweile auch einfacher geworden sind, das weiß ich nicht. Schon lange nicht mehr probiert. Man kann die Geschichte gemütlich erleben, ja, auf jeden Fall. Und mittlerweile, wenn einen die Nebenmissionen nerven, reicht es auch, die Hauptmissionen zu machen. Da levelt man mittlerweile so schnell. Und wem das immer noch nicht schnell genug geht, der kann sich die Erfahrungsboosts holen. Ja, aber... Sag, wem es nicht schnell genug geht. Ja gut, wenn man es abonniert, hat man es natürlich noch mal ein bisschen schneller, als wenn man das Free-to-Play spielt. Aber so die Hauptstory, ich glaube mittlerweile sogar auch die erste Erweiterung, kann man ganz bequem auch ohne bezahlen. Ach, wieder so ein Teleporter. Yay! Hast du diesmal nicht so noch eine andere Wege? Noch nicht. Und die Geschichten lohnen sich auch, finde ich. Also die Klassen-Stories sind alle ziemlich gut. Also ich hätte keine, die ich wirklich mies fand. Warten Sie! Jakaro will immer noch die Männer stellen, die ihn verraten und uns dem Tod überlassen haben. Genau wie ich. Na dann los. Ja, genau das ist das Problem, Mokai, weil es darauf ausgelegt ist, dass man nicht mehr alle Nebenmissionen macht. Wenn man alle Nebenmissionen macht, ist man schon direkt am Anfang hoffnungslos überlevelt. Das wird auch nicht besser. Früher hat man sie fast zwangsweise mitgenommen. Ja. Da musste man zwischendurch tatsächlich diese Dinger machen. Ist die Fähre noch nicht bereit? Wir Revaniter haben viel durchgemacht, um diesen Punkt in unserer Kampagne zu erreichen. Euer Versuch, uns aufzuhalten, ist unverzeihlich. Ihr und Lana, ihr wart nie mehr als Spielfiguren für uns. Wichtige Spielfiguren, aber auch nicht mehr. Oh, man kann sich anschließen. Es schockiert mich, dass ein Wurm wie ihr einst als meinesgleichen angesehen wurde. Beleidigungen? Kein Wunder. Zu etwas anderem seid ihr nicht fähig. Diese groteske Bestie liegt gar nicht so falsch. Ich werde nicht kooperieren. Aber ich fliehe nicht. Wir werden die Stellung halten und euren Störungsversuchen ein Ende setzen, Colonel.
Wenn ihr nur sehen könntet, was wir vorhaben. Was wir für die Galaxis erreichen wollen. Aber das könnt ihr nicht. Deshalb müsst ihr sterben. Ist sie bei dir auch gerade wieder zurückgeglitscht? Ja. Okay. Weil es halb so wild ist. Wir beenden es. Ja. Hier und jetzt. Ich kann es kaum erwarten. Viel gruseliger ist es, wenn die Waffen dann nur in der Luft schweben. Früher hat er etwas gemacht, nur um Luft effektvoll zum Knistern zu bringen. Ja, aber das kann man schon sehr effektvoll machen. Es soll Leute geben, die sind davon eingeschüchtert. Ja. Also mit meinem anderen Sith-Inquisitor, mit dem benutze ich das Lichtschwert eigentlich gar nicht, sondern bin nur am Rumblitzen. Man greift richtig an und dann lässt es. Wir sind zu weit gekommen, um jetzt aufzugeben. Sterbt! Jetzt habt ihr sie, Arkes. Ihr habt nichts verändert. Ey, ich will nicht ran. Warum nicht? Ist doch schön hier. Warte mal. Aua. Ihr seht euch und allen überlegen. Ja gut, es hat mir ein bisschen Zeit gegeben, um ein bisschen Energie zu regenerieren. Aber der hat mich auch durch die Gegend geschmissen. Das war ja eben ein sehr interessanter Zufall. Genau. Stimmt, der Imperator hat auch kein Schwert, richtig. Wie kann das sein? Also, mehr nicht mehr. Oh, ich habe Post bekommen. Ich auch. Jetzt haben wir heute schon zweimal Post bekommen. Ja. Der Plan! Der Plan! Der Plan! Wir hatten einen Plan. Der Imperator. Irgendwie in die Richtung. Zu Jakaro, der keine große Hilfe war. Doch. Der hat doch seine Stange da durch die Gegend geschleudert. Der hat was gemacht, der hat nichts mitbekommen. Ich weiß nicht, ich habe mich drauf geachtet. Gefangen nehmen lassen. Sie hätten niemals geredet. Ich habe Darth Arkes Tod gespürt. Das ist eine unglückliche Entwicklung. Ja, das haben sie. Was für eine Erleichterung. Verflucht. Die beiden waren die Anführer. Sie waren unsere beste Chance, an die Revanita heranzukommen. Nein, sie waren nicht die Drahtzieher. Der Grund für die Erschütterung in der Macht. Ich spüre ihn noch. Er ist hier. Genau da. Wir haben Besuch. Schiffe. Großkampfschiffe, um genau zu sein. Eine ganze Menge davon. Ich kann nicht sagen, ob sie zu uns gehören, aber eines nähert sich uns. Dürfen wir jetzt Kotor-Spielstände importieren? So wichtig nein. Auch waren. Ihr Tod wird uns nicht aufhalten und auch nicht bremsen. Diese Stimme. Ich habe sie schon früher gehört. Es ist Revan. Fast hätte ich die unendliche Armee gehabt, die ich so dringend brauchte. Aber selbst ohne sie habe ich genug. Hört auf, euch hinter dem Rumpf eures Schiffes zu verstecken. Dann werden wir es erfahren. Vor meinem Tod hätte ich mich vielleicht noch zum Kampf provozieren lassen. Aber das ist vorbei. Ich wurde wiedergeboren. Mein Geist ist nun klarer, meine Macht noch größer. Und nun, da mir der Orden untersteht, bin ich unaufhaltsam. Wollt ihr damit sagen, die Revanita waren nicht schon immer unter eurer Kontrolle?
Zuerst wollte ich nichts mit ihnen zu tun haben. Ich war kein Prophet. Aber nun sehe ich sie in einem anderen Licht. Ein Geheimbund von Anhängern, die nur darauf warten, mir bedingungslos zu folgen. Die bereit sind, mir dabei zu helfen, die Galaxis zu retten. Es war töricht von mir, sie je zu ignorieren. Ich habe die Revanita endlich in meine Welt gelassen. Eine Welt, aus der ihr ausgemerzt werden müsst. Ihr werdet von Turbolasern anvisiert. Verschwindet dort! Ach, das bisschen Licht. Wir können euch in Jakaros Schiff nicht erreichen. Nehmt die Fähre. Okay. Ausgang zur Flotte. Ja, okay. Sternzerstörer sind ein bisschen ihrer Zeit voraus. Das dauert noch ein paar Jährchen. Wobei, so viel anders sehen die hier ja auch nicht aus. Ja, die Sternzerstörer basieren ja auf den anderen, auf ihren jeweiligen Vorgängern. Im grundlegenden Design. Ich glaube, ich muss mich mal um mein Inventar kümmern. Ich auch. Ich habe 3 Plätze frei. Oh. Aber wir können ja noch, ich weiß nicht, wie lange wir noch machen wollen. Ich würde sagen, nachdem wir das Reva getroffen haben, machen wir Schluss. Ansonsten können wir aber jetzt auch noch Teil 3 komplett abschließen, indem wir jetzt nochmal zu Lana zurückkehren. Damit jetzt auch diesen Strang, diesen Vorstrang abschließen. Machen wir noch einen Strich drunter. Genau. Keiner da. Hallo? Ach, hier. Hier zum Anklicken. Da liegt was auf dem Tisch. So blau auf blau ist immer gut zu erkennen. Ja. Das Rucksack sortieren ist immer Zeit, Mokai. Zurück zu nach Mana an. Und fast ertrunken werden. Okay, das hat sich gelohnt. Wir wollten ja einen Strich drunter machen, ne? Ja. Also das Ende. Sie und A7, was auch immer, haben nie gesprochen. Ja, richtig so. Diese Botschaft vernichtet sich selbst. Boom. Ach ja. Ich glaube, der braucht mal eine Speicherlöschung. Auf jeden Fall. Aber da müssen wir auch alle Backups zerstören. Wie Backups? Was ist denn das? Das gibt's in solchen Welten hier nicht. Wenn du Daten von irgendeinem Terminal nimmst, dann sind die weg. Nee. Doch. Kannst du kopieren vorher? Nein, du lädst die auf einen Stick und damit sind sie weg. Ja, Datendiebstahl hier in der. Hat mich schon immer gestört. Habe ich irgendwann auch in einer sehr frühen Folge angemeckert. Ja, Mokai, wir haben das Höchstlevel. Mehr als 75 geht momentan nicht, aber man kann halt trotzdem weiter aufsteigen. Und jedes Mal, wenn der Balken sich füllt, dann, ich glaube, die Ruhmesleiste heißt es mittlerweile, genau, Ruhmpunkte, dann steigt man Ruhmlevel auf. Und wenn man Ruhmlevel aufgestiegen ist, bekommt man diese Gegenstände, so ein Ruhmdepot, wo dann nochmal wieder Gegenstände drin sind, die einem manchmal helfen und manchmal meistens nicht. Manchmal sind aber tatsächlich auch nützliche Sachen drin. Ja, so, ich stehe jetzt, glaube ich, laut meiner Minimap genau auf derselben Stelle wie du. Ja, okay. Du bist bei mir auch ausgeext für das Gespräch. Ja, du bei mir auch. Gut, dann halt wieder jeder für sich. Ihr habt es geschafft. So wie Revan den Ort in Schutt und Asche gelegt hat, war ich mir nicht sicher, dass ihr da in einem Stück herauskommt. Was meinen Sie? Ich bin alles andere als in einem Stück. Das war's vorher schon. Jedenfalls bin ich froh, dass ihr da raus seid. Im Moment ist jeder Verbündeter ein willkommener Verbündeter. Wir haben uns um Arkes, Darok und ihre unendliche Armee gekümmert. Wo stehen wir jetzt?
Eine gute Frage. Das Wissen, dass Revan seine Hände im Spiel hat, hat das Blatt gewendet. Zum Schlechteren. Tatsächlich hat es bereits begonnen. Was genau meinen Sie? Ich erkläre es dir, D4. Na los, Jakaro. Geben wir ihnen eine Chance zu sprechen. Lana, wenn ihr fertig seid, können wir uns ja ein gemütliches Versteck für die nächste Zeit suchen. Einen kleinen Lichtblick habe ich. Ich konnte eine ganze Menge Daten aus der Rekrutierungskonsole der unendlichen Armee gewinnen. Leider können wir sie nicht unseren imperialen Kollegen übergeben. Die Revaniter haben uns gezeigt, dass sie überall sind. Jakaro wurde 12-mal zum Tode verurteilt. Teron wurde aus dem SID geworfen. Und das Imperium hat für den Mord an Darth Arkes ein Kopfgeld auf mich ausgesetzt. Ich gehe zu Darth Maar persönlich und sorge dafür, dass diese lächerlichen Anschuldigungen aus dem Weg geräumt werden. Bitte, Commander, sprecht mit niemandem darüber. Nicht einmal mit Darth Maar. Unsere Namen können erst reingewaschen werden, wenn wir die Revaniter bloßstellen. Und wir können sie nicht bloßstellen, solange wir nicht wissen, wen wir bloßstellen sollen. Die nächsten Schritte sind klar. Teron, Jakaro und ich verschwinden im Untergrund. Wir finden einen Weg, Revans Plan zu enthüllen und ihn aufzuhalten. Alleine schafft ihr das nicht. Ihr braucht mich an eurer Seite. So oder so, ihr gehört zum imperialen Geheimdienst. Das Imperium braucht euch. Bleibt ihr selbst, aber bleibt wachsam. Und erzählt niemandem von uns oder dem, was ihr wisst. Und versucht auf keinen Fall, mich zu kontaktieren. Ich wünschte, ihr müsstet nicht gehen. Für mich wird es auch nicht einfach sein. Ihr sollt nur wissen, dass ich an euch denken werde. Unser aller Schicksal liegt in euren Händen. Vergesst das nicht. Okay. Ja, wir kriegen die gleiche Quest. Also die Auswahlmöglichkeiten haben hier eigentlich keine Auswirkungen. In diesem Gespräch. Gut. Das war jetzt das Vorgeplänkel zu Revan Schatten. Schatten. War auch schon ganz schön was los. War ordentlich was los, habe ich ja gesagt, ne? Ja. Und nächstes Mal geht's dann richtig los. Und dann... Nächstes Mal gehen wir ihm ordentlich eins auf die Mütze, ja? Genau, mal gucken. Ich glaube, nächstes Mal ist noch ein bisschen hochgegriffen. Aber nächstes Mal sind wir auf jeden Fall auf einem meiner Lieblingsplaneten. Keine Ahnung, das verrät mir die Mission jetzt nicht. Genau. Das soll aufs Schiff gehen. Das ist der Spoiler für das nächste Mal dann. Ja, keine Ahnung. Dazu müsste ich erst nochmal deine Aussagen durch den Kopf gehen lassen. Selbst dann kann man gut daneben liegen. Die gefallen mehrere Planeten. So, jetzt hat er die Aufnahme auch gestoppt. Gut, dann...